heute mache ich nichts. Heute mache ich einfach mal gar nichts. Das bedeutet, ich werde heute nicht arbeiten. Nicht arbeiten, ich mache nichts. Ich werde auch nicht frühstücken. Ich werde nicht aufs Klo gehen. Ich werde nicht atmen. Ich werde auch nicht die Luft anhalten. Da muss ich atmen. Ich werde heute nicht existieren. Das war jetzt auch nicht angenehm. Okay. Scheiße. Ich werde mir heute nichts vornehmen. Aber fuck, ich habe mir ja schon vorgenommen, nichts zu tun. Da werde ich mir heute nicht vornehmen, nichts zu tun. Also werde ich alles tun. Aber das impliziert ja auch, dass ich nichts tun werde. Scheiße, Spaß. Ich werde heute nicht leben. Ich werde aber auch nicht sterben. Es ist zum Kotzen. Da haben wir heute mal seinen freien Tag. Und der ist wieder von oben hin vollgepackt mit Sachen, die man tun muss. Es ist unglaublich. Also ihr merkt, auch wenn man sich vornimmt, nichts zu tun, es ist unmöglich, nichts zu tun. Es ist unmöglich. Sogar wenn man tot ist, tut man was. Man vergammelt oder verwest oder was weiß ich was. Man tut immer irgendwas. Aber ist diese Erkenntnis nicht das Wertvollste, was es gibt? Das bedeutet ja, jeden Morgen, wenn man aufsteht, tut man was und man kann nichts dagegen tun. Und wenn man schon den ganzen Tag was tut, sei es schlafen oder essen oder was weiß ich was, dann kann man auch das tun, was man wirklich will. Das ist die wahre Freiheit. Man kann sein Leben selbstbestimmt leben. Man kann seine Ziele erreichen. Man setzt sich ein Ziel und tut einfach die Dinge, die erforderlich sind, um dieses Ziel zu erreichen, Schritt für Schritt. Das ist die Erkenntnis. Das bedeutet, jeder Mensch kann alles erreichen, was er will. Er muss es nur tun, da er ständig irgendwas tun muss. Heute ist der wertvollste Tag für mich. Der Tag, an dem ich das erkannt habe und jetzt kann mich nichts und niemand aufhalten. Jetzt werde ich meine Ziele und Träume erreichen. Aber... ja, heute vielleicht nicht. Kein Bock drauf. Vielleicht morgen oder nächste Woche. Oder heute mache ich einfach weiter. Das ist Slot und die Show.